Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD-Devisenradar am Dienstag. Wir haben den zweiten Handelstag im August und wollen uns jetzt hier doch mal anschauen, was denn da das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar wieder so treibt. Wir sehen bislang eine relativ verhaltene Bewegung, auch hier vom letzten Freitag ausgehend. Da hatten wir das Währungspaar ja auch schon mal im Devisenradar beleuchtet, vor dem Hintergrund, was denn hier wohl möglich sei. Das wollen wir nochmal ein Stück weit updaten, denn wir haben hier, wenn wir uns den Tagesschart anschauen, und da beginne ich jetzt mal direkt mit, hier die interessante Konstellation, dass wir hier an dieser Trendlinie, an dieser Aufwärtstrendlinie notieren und auch hier im Bereich des EMA 20 rote Linie und im Bereich des EMA 50 hier die schwarze Linie uns aufhalten. Und das könnte für das Währungspaar durchaus einen gewissen Auftrieb, eine gewisse Stabilisierung bedeuten, die dann natürlich hier zu ansteigenden Preisen führen könnte. Faktisch ist, wir haben jetzt hier so eine gewisse Pattsituation. Auf der Oberseite den Widerstand von 1,5675. Hier mehrfach bestätigt, mehrfach daran gescheitert. Und hier sehr, sehr schön zu sehen, dass auch am Freitag hier, obwohl es ja statistisch ein sehr, sehr schwacher Wochentag war, beziehungsweise ist, hier ja, der Angriff auf dieses Niveau erfolgte mit einem Tageshoch von 1,5678. Doch dann, siehe da, direkt an diesem Niveau bei 1,5675 war dann wieder Schluss und somit hat sich der Preis hier verabschiedet nach unten. Der Markt also hier mit einer weiteren Schwäche aufgewartet und jetzt stellt sich eben hier die Frage, wie die Reise denn hier nun letztlich weitergehen kann. Grundsätzlich muss man unterstellen, dass das Währungspaar, wenn es denn hier nicht eine Stabilisierung in Kürze erfährt, und das wäre eben ganz genau hier an dem Niveau, wie dargestellt, im Bereich von rund 1,55, 60. Da sollte es zu einer Stabilisierung kommen, bleibt diese nämlich aus, dann muss man davon ausgehen, dass das Währungspaar dann in der Folge hier nach unten wegkippt und dann hier auch diese Trendlinie ins Visier nimmt, die hier schon längerfristigerer Natur ist und aus dem Mai herrührt und auch schon mehr Auflagepunkte aufweist. Dann wären hier natürlich Niveaus von 1,54, 60 rund zu erwarten, um dann letztlich hier die Unterstützung bei 1,5358 anzusteuern. Letztlich aufpassen, was hier passiert. Eine Indikation für weiterfallende Preise wäre hier zum Beispiel ein Rückgang unter das Tief vom Freitag 1,5546. Wenn das Währungspaar darunter abkippt, dann wäre das tendenziell mal eine leicht schwächere Ausrichtung, die hier dann auch, gerade wenn es bei Tagesschlusspreis eben dann auch ein mehr Tagestief generiert, welches hier dann zunächst Abwärtspotenzial in Aussicht stellt. Auf der Oberseite gilt hingegen ganz klar die 1,5675. Wenn wir hier uns darüber etablieren können, darüber etablieren sollten, dann stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass das Währungspaar weiter nach oben aufwertet, einen weiteren Auftrieb erfährt. 1,58, 1,60 sind hier die, ja, benannten und auch bekannten Marken auf der Oberseite, die es dann anzusteuern gilt. Rein technisch hier von der Struktur haben wir immer noch eine Aufwärtsbewegung und hier eine Konsolidierung in der Mitte, sozusagen inmitten der vorherigen Abwärtsbewegung. Leicht südliche Tendenz, aber inmitten kann man noch sagen, damit der Preis sich hier eben weiter versucht zu stabilisieren. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass hier mal ein bisschen Dynamik in den Markt kommt, ein bisschen Auftrieb, dass sich sonst hier tatsächlich ja, nach unten entfalten könnte, das Währungspaar. Für heute wollen wir mal in den 15-Minuten-Chart gerade mal eintauchen. Da sehen wir nämlich hier das Freitagshoch, beziehungsweise was sage ich, das Montagshoch, hier bei 1,5645 rund. Und wir haben heute hier bislang erst 47 Pips zurückgelegt. Knapp 30, 35 Pips sind hier statistisch noch zu erwarten. Vom Wochentag selbst her haben wir hier eine leicht positive Tendenz. 55% positiver Schlusspreise ist eine Hausnummer und mit dem Volatilitätsdurchschnitt der letzten 12 Wochen kommen wir sogar hier auf ein Niveau, das 535 Pips in Aussicht stellt. Also deutlich mehr als die True Range der letzten 14 Tage. Da sind wir nämlich nur bei 81 Pips. Während der letzten 12 Wochen haben wir hier einen deutlich höheren Wollerschub gehabt. Jetzt muss man mal sehen, ob sich hier die mittelfristige Tendenz oder die kurzfristige durchsetzt. Letztlich ist nach oben hier noch ein bisschen Luft vorhanden, was es hier durchaus abzuschöpfen gilt. Technisch, wie gesagt, hier im Intraday-Chart noch einiges möglich. Wir verweilen aktuell oberhalb des Pivot Points bei 1,5599, also rund 1,56. Das ist eine gute Indikation.
für den Fall, dass, wenn sich der Preis hier stabilisiert, und danach sieht die aktuelle Handelskerze auch wieder aus, dass es hier bei einem neuen Tageshoch dann zu einer Aufwärtsbewegung in Richtung des Vortageshochs kommen kann. Wir sprechen dann von rund 27 Pips im Ausnahmefall, Schrägstrich bei Ausdehnung wäre auch ein Niveau von 100 oder von 34 Pips im Bereich 1,5652 denkbar. Und wenn es richtig durchkracht, ja, dann können wir hier auch ordentlich einen drauflegen und dann attackieren wir eben hier das Vorwochenhoch, was dann auch oberhalb des Widerstands auf Tagesbasis von 1,5675 liegt. Das Vorwochenhoch lag nämlich hier. Wir sehen es bei 1,5690 rund. Also da verspricht sich in jedem Falle Potenzial, wenn der Markt hier mal nach oben aufdreht. Wir warten mal ab, was passiert. Wir haben hier 10:30 Uhr heute noch Daten aus Great Britain sozusagen. Das heißt, da kommt was, da darf man sich darauf freuen, wie das Währungspaar zu dieser Handelszeit abgehen wird. Wir haben dort nämlich den Einkaufsmanager-Index für den Bausektor. Und das ist durchaus eine Zahl, die hin und wieder für stärkere Ausschläge sorgt. Mal aufpassen, was passiert. Wie gesagt, neues Tageshoch könnte hierbei vielversprechend wirken. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den heutigen Devisenradar in aller Kürze und Würze. Wenn Sie mögen, schalten Sie doch nachher nochmal auf den DAX auf. Dann schauen wir uns beim JFD Live Trading TV diesen an, beziehungsweise morgen 9:30 Uhr natürlich die nächste Sendung zum Radar. Ich wünsche Ihnen erstmal viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften. Jetzt noch einen sonnigen und auch erfolgreichen Handelstag eben. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.